VfB Lübeck und Holstein Kiel. Das heutige Derby nicht unbedingt sportlich der Knaller, beide ja mittlerweile abgesackt bis in die vierte Liga. Aber da gibt es durchaus eine Sache, da muss man sagen, die lässt aufhorchen, wenn es auch eine negative ist. Nämlich eine fast beispiellose Fanfeindschaft zwischen Anhängern beider Clubs. Da hat es wirklich alles schon gegeben. Schlägereien, Tumulte in den Stadien, auch in den Städten und sogar ein Fanzug ist schon überfallen worden. Alles Dinge, die wir natürlich im Fußball nicht sehen wollen. Aber um Probleme zu lösen, ist es im Fußball genauso wie in anderen Bereichen des Lebens, muss man erst einmal an die Ursache ran. Woher kommt denn das alles? All das haben wir uns gefragt, rund um das Derby heute. Sven Kaulbass. Geistreich fallen sie in Lübeck ein, knapp 500 Holstein-Fans. Wir sind nicht gern gesehen und fragen trotzdem nach den Gründen dieser Rivalität, die mehr ist als schnöde Konkurrenz. Ja, es kommt daher, weil beide aus einem Bundesland kommen, ja, und jeder natürlich die Nummer 1 sein will. Woher kommt das? Das ist schon seit den 70ern so gewesen. Also ich glaube, die junge Generation ist, glaube ich, schon so hineingeboren. Ja, durch die Rivalität, aber ist leider schlimmer geworden, aber naja, was soll's. Ist halt Derby, ne? Und deshalb eine Sonderfahrt. Sammeltransport vom Bahnhof zum Stadion. Vielleicht weiß ja der Kutscher mehr. Sie als Busfahrer, können Sie mir sagen, woher das kommt, dieser Hass? Ich weiß nicht, das sind ein paar Redelsführer, die das anfeuern und da sind ein paar Mitmacher. Und die meisten, die da sind, sind friedliche Leute, die nur ein vernünftiges Fußballspiel sehen wollen. Na, frohes Fest. 600 Sicherheitsbeamte sorgen für sicheres Geleit. Ankunft Lohmühle, das Stadion. Einen Kieler Fan hat es erwischt. Zu dicht an den Hund gekommen. Wir sind nicht gern gesehen. Und blicken ins Stadion. Links die Kieler, rechts die Lübecker. Ganz rechts die Lübecker Fans. Es kommt nicht gut an, sich vor das Gegners Fanblock zu verletzen. Es steht 0:1. Holstein führt. Das führt zur Euphorie. Und zur unerlaubten Handlung. Es knallt im Kieler Block. Vier Chaoten greift sich die Polizei aus der Kurve. Die VfB-Fahne ist brennbar. Einem eifrigen Ordner wird warm ums Haupt. Es gibt Zunder zwischen Lübeck und Kiel. Schon seit Jahren, weiß auch dieser weise Fan. Vor 30 Jahren war hier noch kein Zaun davor. Da war es gegen Holstein Kiel, genau dasselbe. Da standen die Lübecker, da standen die Kieler. Und nicht zum Fußballspiel geguckt, sondern nur Jub, Jub, Jub. Ne? Und Jub, eine Bierattacke. Auf Michael Frech, den Holstein-Torwart, einst beim VfB aktiv. Frech hat ihnen den Rücken gekehrt. Spielt beim Gewinner des Derbys. Kiel gewinnt 3:1. Lübeck ist ratlos, nicht nur wegen des verlorenen Spiels. Ja, ich bin jetzt 3,5 Jahre hier, ich weiß es auch nicht. Also ich habe mich mit Fans unterhalten, natürlich aus unserem Lager. Die können es mir auch nicht erklären, das ist eine absolute Abneigung. Absoluter Unsinn, Irrsinn. Abtransport, wohlbehütet, selbst der Kutscher fühlt sich sicher. Die Kieler sind top drauf, es klappt gut, wunderbar. Die haben auch gewonnen, ne? Nur viel schlauer sind wir immer noch nicht. Ja, es gibt leider immer wieder Dinge im Leben, die hinterlassen einen einfach ratlos. Man musste schon zweimal hinschauen, um das Ganze einmal wirklich zu kapieren. Es war eine Pressemitteilung des THW Kiel, worin mitgeteilt wurde, dass man sich trennt von Knockout.